Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Age of Wonders 3. Ja, wir hatten mit unserem kleinen Hohenpriester hier, dem Yamal Lichtbringer, schon ein bisschen gespielt. Sind auch schon quasi zwei Gegnern begegnet und ja, wie wir sehen, unsere beiden Freunde, Anführungszeichen, also sagt Feinde, denen geht's immer noch zu gut. Der eine wird wohl hier irgendwo sein, den anderen haben wir schon mit hoher Sicherheit gefunden. Der ist dann genau hier. Und da hatten wir auch schon geschaut gehabt, der ist wohl aktuell ein bisschen zu stark. Status quo, wir kommen nicht wirklich vorwärts, wir kommen nicht wirklich zurück. Uns erwartet der Aufstieg des Feuerschurken, deswegen bleiben wir da jetzt auch erstmal ein bisschen in der Verteidigung und schauen, wie es weitergeht. Holzbau fertig, auch sehr schön. Aufstieg des Sukaris. Aha, euch geht's sehr schön. Modifikatoren für Stadtzufriedenheit. Wegen verhassten Gelände, okay, kann ich nachvollziehen. Ändern jedoch kann ich es, denke ich, aktuell nicht. Dann müsste ich mal ins Zauberbuch schauen. Das ist Forschung. Zauberbuch ist hier. Nein. Wir haben nichts, was dauerhaft die Zufriedenheit erhöhen könnte irgendwie. Darum Pech gehabt. Du schließt dich mir mal an. Gut, wenn hier dann der Held auftauchen sollte. Sind wir schon ein bisschen gewappnet. Bauen wir dich erstmal aus. Wie immer ein paar Punkte auf Treffer, Verteidigung, Angriff, Resistenz, die Standardwerte halt. Damit er im Kampf nicht gleich das Zeichen segnet. Und dann können wir uns ein bisschen um seine anderen Fähigkeiten kümmern. Geladenarmee ist halt auch immer sehr gut. Gut, der Rest. Betäubende Berührung klingt zwar schön, aber später kriegen wir erst unsere normalen Angriffe. Quasi Betäubung verursachen können und ab dem Punkt wird es dann eigentlich uninteressant. So, ihr habt einen Holzwall fertig, ihr schmeißt auch gleich noch den nächsten hinterher, die Steinmauer. Skulvogok. Ja, ihr solltet theoretisch wirklich weiter rüsten. Ihr werdet als nächstes die Goldhöhle produzieren. So, wir warten mal, bis jemand kommt. Da habe ich mich verklickt. Wir warten ja auch, ob jemand kommt. Dürfte ja nicht mehr lange dauern. Das sind schon fruchtbare Ebenen hier. Genau. Und da kommt auch schon jemand. Ist es sogar der Held oder ein normaler Schurke? Normale Schurken, okay. Ja, ich weiß, dass da Rebellen erscheinen, aber es gilt immer noch grundsätzlich. Ja. Hier können wir Zufriedenheit schaffen, wenn wir das Ding bekommen würden. Das ist doch utopisch. Die Einkunftsorte des Zauberwirkers machen dann Zufriedenheit. Naja, bringen wir es ein bisschen vorwärts. Tja, und die anderen, wie wir sehen, sind quasi bekifft glücklich. Das kriegst du mal direkt in das nächste Auftrag. Und wir warten wieder. So, wen haben wir da? Draconier Flieger, paar Gauner. Kriegen wir das automatisch hin, Leute? Wir sind zu 12. Ich traue es euch nicht zu, nee, sorry. Ich kann es mir aktuell nicht mal lassen, so gut zu verlieren. Es kostet mit der Zeit, die zu beschwören. Will ich jetzt lieber nicht riskieren. Und manchmal ist für mich nicht ersichtlich, wie der Rechner eigentlich rechnet. Kampf kommen sollte im Nahkampf. Aber dass ich das alles vorher anfangen kann. Reichweite. Okay, ist das auch pervers hohe Reichweite. Noch schlimmer ist es nicht. Okay.
gar kein Held. Egal. Ich weiß jetzt, wo irgendwas ein Punkt ist. So, Reichweite ist sogar jemand. Wie kümmert es denn zuerst? Machen wir euch trotzdem mal. 5, 6, das wären 6 bis 9. 7 bis 8. 5 bis 8, wenn ich nicht erzählt habe. Okay, gut. Das Feenfeuer ist dann doch am besten. Kaching, der erste. So, dich auf Lücken. 35% der Chance. Das war's mit euch, Leute. Du bist auch mit hier, ich bin jetzt. Ich würde mich auch wundern, wenn ich so viel auf dem Stand bin. So, die Reichweite ist gewinnt. Ja, die hat's mir nicht. Lass doch wieder ran, wenn es. Ich glaube, ja, die Hochfahrt. Warten wir mal einen Rest. Hätte das gedacht? Wahrscheinlich jeder. Das allerdings hätte ich nicht gedacht, dass er die One-Hit killt. Dafür würde ich dich gerne haben. Ja, fairer Tausch. Eine Einer gegen eine Dreier-Einheit. Ne, es war ein Zweier, ne? Wahrscheinlich ja. Oh. Ach du Schande, da ist ein Phönix bei. Sieg ist sehr wahrscheinlich. Ich würde sagen, Sieg ist sehr unwahrscheinlich. Darum machen wir automatischer Kampf. Das hätte ich nicht so gut hinbekommen wie der Rechner. Kommt der nächste Phönix schon? Ich stufe den mir irgendwie zu niedrig ein. Aber okay, in dem Moment soll es mir recht sein. Ja, Rebellen kommen. Jetzt sind wir Gemeinde rangewachsen. Das ist auch ganz nett. Skrögok, genau. Du hast ein Level ab, ist auch schön. So, was brauchen wir denn? Starke Wille brauchst du eigentlich nicht. Heiliger Krieger. Ja, ist nicht ganz so schlecht. Nehme das erstmal. Was? Da. So. Ja, da kommen die nächsten. Die waren schon da, verzeihen. Ja, hier sind die Rebellen. Ich frage mich, ob es gut wäre zu intervenieren, bevor dann die richtigen Rebellen dann nochmal kommen. 1, 2, 3 sind 12. Müsste noch genug zum Laufen da sein. Kann nämlich gut sein, dass dann die nächsten auftauchen, dass sie zusammenarbeiten können. Und ab einer gewissen Menge kann man ja natürlich auch nichts mehr gegenhalten. Ach, Verderbniselementar, willkommen. Ist doch so, ne? Geringe Schatten. Das war auch so was wie ein Elementar. Ihr habt Stufe 2. Assassin. Hm, die machen von hinten. Ich hab
heute keine ernsthaften Distanzkämpfer. De facto. Was hast du so? Oh, du hast ja diesen Eishaft, ne? Ein heftiger Schwall ist frei, sich von Anwender aus, jede Einheit um den Anwender rum, 8 Schaden, alle Einheiten ein Dreifeldwald, die sind gezwungen, die Wache aufzuhören. Nee, das ist jetzt nicht so prall. Tier kontrollieren bringt auch nichts. Ja. Die Verspotten reicht nicht bis dahin. Oh, das ist aber schade, hätte ich es gedacht. So, versuchen wir dich mal zu bekehren. Da warst du erschüttert über meinen Versuch, aber beeindruckt hat sich nicht. Giftkunde, Verderbnisschutz, das ist schön, aber. Achso, deswegen. Ein Schadensabzug für Entfernung, okay. Machen wir so. Dann gehen wir das nehmen. So. Kackaffe. Wie glaubst du bloß, mach. Ja, kriegst du eh nicht hin. Die nächste bitte. Ja klar, kommst du von hinten als Assassin. Schön, schön. Ist nicht schlimm, wenn ihr auf meinen Helden geht, der kommt hinterher wieder. Gutes Futter für meine Kleinen zum Wachsen. Muss mal versuchen, mal sehen. Nö. Nö. Jo. So, bei euch versuchen wir es auf die Weise. Dich angeht. 4, 5, das sollte reichen. So, ihr könnt ja auch von hinten. Wow, ich habe mit Affen was gekillt. So, du hast glaube ich nochmal Rennen über. Ja, klar. Aber anrichten kannst du damit eigentlich nichts. Haben hier noch die Erfahrung von dir. Schön. Und er ist hin. Okay, zurück. Und ab ins Städtchen. Schön kuscheln machen. Nächsten Zug ist das auch fertig. Auch sehr schön. Mauer habt ihr gebaut. Nett von euch, danke. So, machen wir quasi eine Verteidigungsanlage. Der Rest wartet. Sieg ist der wahrscheinlich. Ach ja, wieder Phönix. Ich hoffe ja immer, dass diese Events hier mal in der Hex des Westens kommt gleich auch. Können quasi stehen bleiben. 4 Runden, da kriegen wir nichts gebacken in der Zeit. So, jetzt sind die 9 Aufständler. Warum seid ihr jetzt noch schlimmer? Feind im Gebiet, okay. Das ist aber auch komisch. Oder eigentlich ist es sehr interessant. Wenn ein Feind im Gebiet ist, dann wären die ärgerlicher. Nachvollziehbar, klar, logisch. So, dadurch, dass sie ärgerlich sind, steigt aber wieder die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstand und damit wieder die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Feind im Gebiet kommt. Das lässt sich ja quasi fast unendlich fortsetzen. Also man könnte quasi permanent mit einem Aufstand immer weitere Aufstände triggern. Eigentlich eine interessante Mechanik. Wenn man die Klasse Schurke spielt,
Dann gibt es auch am Ende was, das irgendwie, ich weiß nicht, entweder Rebellion oder das Einheit auf jeden Fall auftauchen. Und ja, mit denen könnte man das ja quasi dann immer wieder und wieder und wieder und wieder machen. Die schützen sich vielleicht sogar zurück. Fällt mir nicht, in welche Richtung sich das entwickelt hat, und zwar zu Schmerz. Sturmangriff könnte töten. 12 mal 3 tötet auf jeden Fall. Wir bleiben sogar dann noch einigermaßen sicher in der Hinterhand. So, versuchen wir euch mal zu bekehren. Hat geklappt. Brauchen wir nicht. Gut, machen wir. So, du bringst dahin. Ich guck, ob du mit der Kacke weit genug kommst. So, habt ihr noch irgendwie Distanz? Nein. Das heißt, der möchte sich durch alle hier durchschwemmen. Das schafft er nicht. Kann ich mal umgedacht haben. Okay. Du willst mich verarschen, kostet nicht bis hin. Trotz der ganzen Angriffe. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, stehen noch. Und wieder zurück ins heimliche Heim. Holzwald ist fertig. Mit der Mauer können wir vielleicht ein bisschen besseres Gebiet von, können wir eventuell ein bisschen Zufriedenheit, obwohl wir kriegen auch Eisgebiete dazu, wieder Unzufriedenheit verursachen. Macht denn irgendwas Zufriedenheit? Große Tempel auf jeden Fall nicht, wie ich sehe. Bauen wir das Konklave von unten. Oh. Das dauert mir zu lange. Erstmal das. Ja, in 4 Runden kommt die Hexe. Was können wir denn in 4 Runden hier machen? Zu dem gehen bringt eh nichts, wir müssen die quasi hier bewachen. Mit dir kämen wir zwar hier hin, aber davon hätten wir auch nicht wirklich was. Schauen wir weiter. Ja, das ist alles soweit erstmal erkundet. Quasi nur zur Verteidigung gerüstet. Euch brauche ich schon das zu beschützen. Ich habe auch nicht genug Produktion an Gold oder so, um weiterzukommen. Das heißt, diese Partie wird wahrscheinlich jetzt erstmal so weit gehen, dass ihr wirklich. Ja, rein mit dir. Dass wir wirklich eine Zeit lang warten, bis wir genügend Sachen haben. Hätte ja gedacht, dass es ein bisschen spannender wird. Aber okay. So ein Siegprinzip. Man kann nur sicher gehen, dass man nicht verliert. So, geweihte Städten. Jetzt sind wir ein bisschen zufriedener. Haben wir irgendwas anderes? Zielfeld wäre um gemäßigtes Gelände, verdorbene Landgüter und verdorben. Bringt uns jetzt nichts. Bringt uns auch nichts. Auch nicht. Okay. Wir wissen jetzt also, dass wir vieles haben, was wir nicht brauchen. Na, drängen wir mal zur Expansion. Die Rebellen erscheinen wieder in einer runter. Das ist schön. Wir bauen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen aus. So, wir haben ja mehrere Helden drin. Obwohl, nee, sonst klicke ich aus Versehen mal drauf und dann geht's los. Nee, das vermeiden wir dann doch wieder. So. Und jetzt auch noch nicht den umzukopieren. Okay. Wir könnten dich quasi nur schon mal so pro forma zur Stadtwache degradieren. Auch da, auch
Ihr werdet nicht glücklich, kann ich auch nicht viel ändern dran. Außer, dass ich die hier dauernd platt mache, wenn sie dann auftauchen. Ich setze mir nur mal ein Feld weg, damit du nicht in den Kampf jetzt mit reinkommst. Ich komme auch direkt hier mit. Macht keinen Unterschied. Oh toll, draußen ist die Müllabfuhr. Die sollte eigentlich gar nicht da sein. Entschuldigung für die Aufnahme jetzt dabei, falls man das hört. Man bedenke, die Fenster sind zu. Na kommt. Okay. Lange könnt ihr eh nicht auf Distanz spielen. Ich möchte aber jetzt so weit ran, dass ich ein bisschen auf Distanz gehen kann. So, du ziehst mal dahin. Ja, was wir jetzt mit euch machen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wir machen definitiv irgendwas, machen wir mit euch. Ja, versucht ihr mal. Nicht verspottet, schade. Ja, schön gewesen, aber wir sind ja bescheiden. Dir geht's nicht mehr so gut, deswegen du darfst dich entfernen. Haha, niemand sieht mein Paladin. Von Truppen der Stufe 1. So, die Bauern sind ideales Futter. Sie haben trotzdem. Ja, stimmt, durch die Stangenwaffe haben sie trotzdem die Fähigkeit, zuerst anzugreifen. Okay. Seid ihr auch Bauern? Die Nachtwache wäre mir lieber, die versuchen wir dann mal gleich einzunehmen. Hat geklappt. So, und der Rest ist für euch. So, Level up für dich. Seelsorge. Alle Einheiten werden zufriedener, ist nicht zu verachten. Heiligt Waffen allerdings auch nicht. Machen wir erstmal das. So, den Eindringling haben wir besiegt. Du kommst wieder hier rein. Kriegst dann nächstes Zug noch einen Freund dazu. Ja, ihr wartet alle mal ganz nett. Ein komisches Gefühl, quasi nichts schaffen zu können. Wir werden erscheinen in einer Runde. Bis dahin habe ich dann auch eine zweite Armee strategisch fertig gebaut durchs Bekehren. Ja gut. Ich bräuchte irgendwas bevorzugt arktisch, aber das wird wohl nichts so schnell werden, denke ich mal. Ja, da kommt sie auch schon wieder, dann die Hexe. Ah, ihr seid noch Feuer. Tja, das schafft ihr nicht alleine, darum machen wir es manuell. Hm? Oh, hab ich mir gerade verschaut. Ich hätte gedacht, ich hätte 6 gesehen. Na gut. Kein Problem. Alles machbar. Blöd natürlich, dass die Affen hier stehen. So schön ungünstig vor allem. Allen im Weg.
Menschen werfen. Bleibst hier. Ruhe. Wegen Helden bleibst du hier. Ja, du stehst da eigentlich ganz gut. Wenn ihr gut seid, trefft ihr die hier so. Machen könnt ihr eh nicht viel. Ja, dicke München, komm. Sich hier die Sachen zu rücken. Es passiert ja doch nichts. So, jetzt kann ich mir quasi aussuchen, wer die Erfahrung kriegt. Wie keine Paragon. Einziger Unterschied wäre gewesen, wenn sie Fleisch bekehren. Also, oh! Er hat so wenig Wachstum, dass er sogar schrumpft. Jetzt seid ihr voll. Aha. Also Moment, damit ich das richtig verstehe. Okay, wir müssen euch eigentlich sogar ein bisschen mehr Wachstum beibringen. Ach, ist das nicht schön. Achso, das wirkt nicht automatisch? Ja, okay. Das sollten wir wirklich zaubern. Eigentlich die Stadt jetzt wirklich müßig zu halten. Ich überlege, ob wir die abreißen. Kriegen die eigentlich nie auf zufrieden hin. Brennt die Stadt nieder, die Stadtbauten sind nicht benutzbar und die Stadt selbst. Was ist das hier? Zuerst das machen wir. Solange ich die nicht halten kann, macht mir damit eigentlich nur Arbeit. Deswegen, wir lassen die jetzt da drinnen. Sehen auch Marsche Kampfspiel zu uns. Yay! Ihr habt's geschafft! Normalerweise tue ich ja nicht irgendwie meine Städte nieder, weil ich mir relativ mühsam erobert habe. Aber in dem Fall, ihr seht, es ist eigentlich fast nur Arbeit. Ich brauche eine ganze volle Truppe, weil quasi jeden Zug Aufstände kommt. Das ist zu heftig. Natürlich auch nicht wirtschaftlich. Falls Neutrale das erobern, danach soll es mir auch recht sein. Wäre vielleicht sogar, wisst ihr was, das wäre vielleicht sogar das Beste. Versuchen wir jetzt Versailles freizugeben. Und wenn jetzt die Hexe kommt und das Ding erobert, dann hat die Hexe das Ding halt erobert. Punkt. Wir stürzen uns mal hier runter ins Abenteuer. Versuchen mal, ob wir an denen seine Wassersache da rankommen. Wurde ich zwar nicht direkt drin, aber gut. Was soll's. Bereit zum Zaubern? Machen wir. Versuchen wir auch zu verstärken. Später. Ich kann es nicht noch pro forma, okay. Okay, Goldhöhle fertig. Sehr schön.
Nächstes. So, ihr habt jetzt alles ausgebaut. Auch schön. Ja, da produziert ihr mal ein bisschen Gold für mich. Ja, das setzen wir jetzt mal auf den Endlich, bis es soweit ist. Ihr wartet, denn die Hexe ist ja irgendwo, angeblich. So, Vorbereitung machen noch eine Scherung wieder. Mehr zu tun mit. Einverstanden. Jetzt Kröbock, was kommt da an? Na, die Hardcore-Hexe, okay. Da heben wir uns mal unser Mana auf. Nee, oder? Okay. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Du darfst die Gruppe gerne leiten und alle Boni, die du hast, verleihen. So, Expansion zusammen haben wir erwischt. Ja, machen wir gleich nicht die Zerstörung. So, die Zerstörung. Ich will euch auch gar nicht haben. Ihr seid Asala, oder? Das heißt, er kann sie nicht steuern. Ich kann da oben eigentlich nur hingehen und stoppen, wenn das nicht ist. Wird zu aufwendig. Okay, dann ist das Ding komplett ausgebaut. Ja, eine Runde. So, dann kann ich den Stand des Krüger locken. Ja, manueller Kampf, da böse, große, fiese, gemeine, zauberkundige Hexe. Habe ich schon? Ich habe nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte schon, um den Satz zu vollenden. Okay, ich habe gedacht, ich hätte schon Verteidigungsanlagen. Jetzt brauche ich mal wirklich dein Profil. Wenn ich nicht dauernd daneben klicken täte, hätte es wahrscheinlich auch. Entschlüpfen. Verschwinden aus dem Blickfeld heißt sich ja, kenne ich. Ein Blitzschlag herbeirufen, das kann sie. Ja, macht massiv Schaden, kenne ich. Verursacht bei Einheiten und Gegner einen Einfeldradius. Ach ja, das ist heftig. Was denn das Göttchen macht? Vernichtet ein ganzes Gebiet. Alle Einheiten mit einem Radius und Vielfalt um die Einheit. Nehmen Schaden, Form und Blendeinheit zu machen. Die
steht wieder auf, wenn sie in der Schildkröte wäre, ist hier. Senke Projektile, Projektile, einzelne Projektile. Okay, physische Schutz. Schwäche gegen Feuer. Der Rest ist mehr oder weniger geschützt. Das heißt, wir müssen in den Nahkampf gehen. Ja, das können wir später einsetzen. Das ist nicht zu beachten. Brauchen wir aber jetzt. Wir müssen darauf achten, dass jetzt immer zwischen Palmen und Flug ist, weil sie gleich einen Blitz machen können. Und wenn es ein Feld haben muss. Das ist jetzt wieder spannend. Feldradius, Sache hat hier. So, beim Yama können wir jetzt noch zaubern, ohne dass ich steht er voll im Weg, ne? Das ist ja ganz klar. Typische Sache für Gegner, immer schön im Weg stehen. Blöd, dass jetzt klingt, dann passt ich erstmal selber. Ich brauche dich dann quasi. Wenn es dann ins Höchste kommt, die wird jetzt nach und nach alle von mir glatt. Jetzt muss man schauen, welche Blickrichtung hast du. Schon krass. Ich gehe zu 6 rum und klopft da drauf. Also das ist wirklich passender Begriff. Gut, der Loot ist natürlich auch krass, ne? Muss man wirklich mal auf faire Weise sagen. Was ist das Schönes? Der Land, das Land will bekommen und oh, Glücklichkeit und Wachstum sinkt. Okay, und viele, die jetzt nicht irgendwelche Immunitäten haben, werden erschöpft. So, meine Kleine, du dürftest genau noch keine Ausrüstung haben. Verteidigung, Resistenz dazu. Wow. Fernkampfstärke, versenkende Projektile, einfrierende Projektile. Wahnsinn. Okay, was haben wir hier? 40% physischer Schutz, auch nice. Gut, nehmen wir erstmal mit, kann schaden. Feuerschwäche, kann schweben, verbessert Sichtweite. Ne, das finde ich allgemein schlecht, den verkaufen wir. So, Gürtel, ah ja, das war dieser heftige und das war bestimmt Krankheit heilen, umschlingende Berührung, Eber beschwören, Schutz, Wahnsinn. Okay. Jetzt ist die Frage aller Fragen, da jetzt noch mehr kommt. Was, Fings, okay. Ob da jetzt noch mehr kommt.
Sonst müssen wir nämlich mal strategisch überlegen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Klar, wir haben ja irgendwann mal Drachen in noch nicht absehbarer Zeit. Und wir müssten ein paar, mindestens zwei Achtertruppen zusammenkriegen. 1, 2, 3 Städte, 150. Ich bin gerade so beim normalen Wachstum. Wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Wir ziehen die mit hier rüber und erobern den. Das ist ein langfristiges Spielchen. Ach, andere Variante. Wir gehen hoch und versuchen den anderen ein bisschen was wegzunehmen. Wahrscheinlich ist das sogar besser. Wie auch wirklich schon gesagt haben. Herzog und verlorenen Seen, ne? Der wird die ja nicht wirklich schon erobert haben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So theoretisch, Computerlogik müsst ihr jetzt abhauen. Bei euch. Ich muss jetzt die Frage stellen: Haltet ihr das, wenn von unten ein Angriff kommt? Damit ich hier ein bisschen weitergehen kann, versuchen wir es einfach mal. Ja, ihr müsst eh weg. So, ihr Kleines. Dann kommt mal ran. Eigentlich krass, wenn ich jetzt richtig sehe, habe ich schon drei Hexen, das heißt jetzt drei Helden. Also eine Ausrüstung. Ist schon cool. So blockieren dürfte Steinfleisch können, genau. Das läuft nur in der Tierkontrolle. Schau mal. Okay, ich ansatz zu viel Entfernung. 4, 6, 7 bis 12. 8 bis 13 ist schon besser. Ito. Da ich das aber gerne mag. So, das müsste für dich reichen. So, theoretisch dürfte ich strategisch nervig für den Gegner jetzt stehen. Unsere große Kunst ist ja quasi jetzt, dass möglichst wenig angeschoben wird. Kann jetzt leider sein, dass wir noch nicht verlieren, da wir nicht auf die zu schnell Schaden kommen. Gut, wir haben gespielt. Löscht euch, dass er jetzt nicht abgeht. Los, frisst er nicht. Du machst jetzt auch ein bisschen. Okay. Eine neue Einheit für meine städtisch wachsende Armee. Den können wir sogar schaffen. Was ist da hier drin? Handelsposten. Gut, wir müssen einen kleinen Goldschub später dann. Warten wir noch eine Runde, dass er generiert wird.
Ja, und dann würde ich jetzt sagen, machen wir am besten auch Schluss. Ist ja schon wieder einiges an Zeit vergangen. Ja, diesmal kein Cliffhanger, der jetzt irgendwie beachtenswert wäre. Weiterkommen sind wir leider auch nicht. Quasi gesehen haben wir sogar eine Stadt mehr oder weniger verloren, weil ich sie aufgeben musste. Aber wir haben neue Ausrüstung und irgendwann kriegen wir den. Bis dahin auf jeden Fall sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr drückt mir ein bisschen die Daumen, dass es dann auch mal besser läuft. Ich habe jetzt ja mindestens 6 Runden Zeit, mal was zu machen. Alles klar, dann ciao!